Hallo und willkommen zurück bei Mind. Und mein Mind ist gerade etwas aufgewühlt, weil ich keine Ahnung habe, wie wir hier weitermachen sollen. Die Grundprämisse des Rätsels ist mir durchaus bewusst. Ich weiß, dass es unsere Aufgabe gerade ist, dass wir es irgendwie schaffen, weiterzukommen, ja. Aber auch den Zustand des Regens zu erhalten, plus den Zustand des anderen Teils da. Nacht heißt das Ding. So, hier ist es jetzt. Hier regnet es. Regnet es eigentlich um das ganze Tor herum? Nein. Regnet es nur bei dem Stein oder nur beim Tor? Regen? Hö. Verstehe ich nicht. Aber da vorne können wir das auch regnen lassen. Oder nicht? Habe ich den Regen kaputt gemacht? Jetzt kommt er. Okay, der ist ein bisschen zeitverzögert, gerade habe ich das Gefühl. Regen. Kommst du jetzt? Regen? Regen, ich brauche... Du willst doch nicht, dass ich dir was vortanze, oder Regen? Verdammt, ich habe das Wetter zerstört. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist folgende. Wie geht's weiter? So, so können wir es zumindest wieder... Warum regnet es jetzt? Haben wir das jetzt gerade gemacht? Ich habe gerade etwas das Gefühl, dass wir... So, du da oben versorgst mich ja mit der Nacht. Das heißt, wenn ich dich wegnehme, dann gehen nicht nur die Tore zu, sondern auch die andere Gelinde verschwindet. Die Zeitgelinde. Und dann passiert genau das. Ich vermute mal, entweder wir müssen wirklich wieder mal ein bisschen kombinieren. Oder aber es ist wieder mal ein Portal, durch das ich einfach nur gehen muss und das sehe ich gerade nicht. Überlege. Streng dein Köpfchen an, deine grauen Gehirnzellen. Ich habe keine Ahnung. Okay Leute, ich werde hier mal ein bisschen vorspulen und ja... Mal schauen, ob ich die Lösung finde. Okay, ich glaube, ich habe jetzt zumindest einen Teil des Rätsels soeben rausgefunden. Roll. Indem wir hier jetzt den zweiten Spiegel aktivieren können. I had been obsessed my whole life. Not with my job, no. That was just a conduit, the particular way in which I had chosen to screw myself over. It was her. Always her. Okay. Ein klein wenig sind wir jetzt weitergekommen. Mal schauen, ob das jetzt irgendwas bewirkt hat, das uns zusätzliche Hilfe gewährleistet. Zwei Lichter leuchten jetzt auf die Blume. Aber sonst hat sich, glaube ich, nichts verändert. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt hier hochkommen. Wir müssen den dritten Spiegel erreichen. Nur wie? Wie, verdammt? Sophia, wo sind deine Zeichnungen, wenn man sie braucht? Wenn wir hier hochgehen und dann eine Kugel herunterrollen lassen, wohin rollt die? Vermutlich nicht dorthin, wo sie soll. Denn wir brauchen den Regen. Den gottverdammten Regen. Der einfach nicht kommt, wenn ich ihn brauche. Das ist unfassbar.
Jetzt natürlich. Das geht sich nie aus. Jetzt wird es wahrscheinlich kurz regnen, genau, und das war's auch wieder. Und jetzt setzt sich das hier zusammen. Okay, ich spule wieder etwas vor. Ich melde mich wieder, wenn ich eine nächste Lösung gefunden habe. Moment. Ich glaube, ich habe da jetzt gerade eine Idee. Wenn wir die Kugel hier rauflegen, bleib. Passt, weil die ist dann sozusagen immer noch in diesem Zeitding drin, in diesem Zeitgrübchen. Bitte lass das jetzt funktionieren. Bitte lass das jetzt funktionieren. Nee, das kann gar nicht. Das kann nicht. Doch, Moment, das kann. Da muss das mit dem Regen klappen. Dann muss das auf jeden Fall mit dem Regen klappen. Wir müssen die Kugel hier jetzt da hinlegen. Ich glaube, das löst sich nachher auf. Der Bereich. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon hier rumeiere in dem Level, aber um Gottes Willen, ich will hier raus. So, durch dieses Tor kommen wir jetzt drüber, wo jetzt die Leuchtkugel, wo die Leuchtgelinde gerade hängt. Wenn wir die jetzt mitnehmen, meine Theorie, dann löst sich das jetzt dort auf. Oh, es fängt nicht zu regnen an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt falsch ist. Ich meine, oder haben wir es einfach falsch hingelegt? Nee, das hat... Ist das vielleicht verbuggt hier? So wie es aussieht, war das mit dem Regen tatsächlich ein Bug, dass der immer nur so kurz anging, weil ich habe jetzt das Level neu gestartet und im Zuge dessen hat das mit dem Regen jetzt viel besser funktioniert. Der blieb auch, wenn wir die Kugel hinlegten, oder wenn ich die Kugel hinlegte, ja. Ich hätte mir viel Zeit ersparen können, hätte ich das vorher gemerkt. So, ich versuche jetzt den Weg hier nochmal, weil ich glaube schon, dass das hier der richtige Weg ist. Ja, ja. Es ist der richtige Weg. Ich freue mich gerade so sehr. Sieht man es mir an? Ich glaube, es ist eher verzweifelt. Okay, und jetzt? Ach, im Endeffekt muss ich jetzt da oben hoch, natürlich. Oben war, glaube ich, ja, da war auch noch ein Spiegel. Das sollte jetzt aber kein Problem darstellen, nachdem wir jetzt den Weg zumindest kennen. Du kommst wieder daher. Ich glaube nämlich, vielleicht brauchen wir das Portal da oben gar nicht mehr. Wir kommen ja so auf den Steg hoch. Das heißt theoretisch, wenn ich den jetzt mitnehme und mich draufstelle und dann so rüberspringe, dann...
Eben, das müsste sich auch so ausgehen. Na also. Hey, Nirvana. Blödst das nicht irgendein Copyright, wenn man das Logo von dem Nirvana-Album verwendet? Keine Ahnung. Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt definitiv alle Spiegel anvisiert auf die Blume. Mal schauen, ob sich jetzt irgendwas hier getan hat. Hell erleuchtet auf jeden Fall, aber keine Ahnung, ob wir hier jetzt durch können. Wir probieren es einfach aus. Nanu? Sophia? Is that you? Why, of course. But your voice. Oh, brother. You don't remember my voice. And yours was the only one at hand, so I took it for myself. Has it really been so long? Do you even remember my face? That's not... I've thought about you every day since you died. Every day! Have you? Are you sure? The only thing you remember about me is my death. That is your obsession. Not me. No. I've been waiting my whole life for this. To see you again. To ask you... Can you forgive me? I wish that I could. But I don't. And I can't. Because I'm dead. And I've been for a long time, brother. Dead people can't forgive. I'm just a memory. Your pale imitation of Sophia. I'm not the one to forgive you. Turn around. Okay. Hello there. So, you finally mustered up the courage to look at yourself in the mirror. You were the one who conjured up this fantastical quest for purpose. It's all about you. I thought you learned that lesson when God didn't show up for your personal revelation party in the clouds. Why not just go to the goddamn tree? You fancied up this journey so much that the whole point of it escaped you. So, let's go. Throw something together for an ultimate epic battle. You know you want to. Pathetic. Was passiert hier? If you aren't going to exercise some self-examination willingly, let me do the honors. You have delayed it long enough. All of that bullshit insight into your mind and the universe... Honestly, what were you thinking? Aw, what? You didn't want to hear the truth? Oh well, since I am the only one taking on your lies, I guess that makes me your antagonist. Doesn't it? You selfish prick. Okay then, I'll play along. So do it. Focus. Fight me and find forgiveness. But Sophia will be dead anyway. And I'll still be here, wandering around your head. Okay, also wir müssen auf jeden Fall besiegen, aber wie? Wer ist er jetzt genau? Ich meine... Better yet, what will happen if you crush me? Will you wake up? Die in peace? Will she miraculously come to life? Will you go to Neverland? Well, we'll see soon enough. Hallo. Hörst du auf, das Ding durch die Gegend zu schieben? Oder vielleicht sollte ich das nutzen? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Moment, ich schaue es mir nochmal kurz. Gib mir das, gib mir das. Nein, Gelinde, Gelinde. Pass bitte auf dich auf, Kleins. Ich möchte mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn wir durch das Portal hier gehen. Aber es wird schon der Tag, verdammt. Wo ist sein komischer Arm? Da ist er. Hier haben wir Regen.
Hier haben wir die Nacht. So. Komm schon. What about your wait. You remember her, right? The lesser of the Sophias? But this isn't about her, is it? Truly father of the year. Look out for those evil balls of death! They are quite deadly, you know. Or whatever passes for death in here at any rate. Schon gut, ich pass hier auf. Es ist nur nicht ganz so einfach, wie du glaubst. Erwischst du mich hier? Nein, okay. Also ganz verstehen tust du jetzt gerade nicht, was genau hier passiert. Aber offensichtlich kämpfen wir gerade gegen uns selbst. Wow. Okay, wohin? Da runter müssen wir. Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Aber wir haben keine Gelinde. Brauchen wir eine Gelinde dafür? Oh, perfect. That's it. Trap me with your neurons. Isn't that poetic? I think. Okay. Das hätten wir. A sister drowned in the sea. A father drowned in alcohol. And then there was you. Drowned in your own self-pity. Truly a nice portrait. Als nächstes möchte ich... And how about that colossal metaphor for your daddy issues? What, you needed to face something before the great revelation, so you pulled that nonsense out of a hat? Ouch. Ich möchte schauen, ob das funktioniert, wenn er den Arm jetzt... Wasn't it just masterful symbolism, by the way? An authoritarian parent you never faced in life turned into a gargantuan effigy looking to stomp you. Truly masterful. You should dabble in symbology or in thinking. I'm sure that pays better in the end. Whoa. Das Ding ist ja riesig. Let's take a trip down memory lane, irony, and let's remember how all this started. Who prevented you from going into the red light? Was it fate? Or maybe... her. Of course not. It was you! It was you all along. You didn't want to choose, so you let your subconscious decide. And look how well that turned out. But I will not make it easy for you. Das habe ich mir schon gedacht. Er nimmt es auch irgendwie gerade zu leicht, das Ganze hier. Ich werde es... Oh, do cheer up. Your utter failure in life has not been in vain, you know? As an authority on yourself, I can assure you of that. We have learned some hard truths along the way. Do you want to hear some of them? Mach doch, erzähl mal. You did make something. A daughter. You didn't make much of her and you let her die, but something. Then there's your sister. Komm schon. Ouch. Komm schon, nein! Verdammt! You don't even remember her face. Or her voice. That much you established. Wasn't that a shocking revelation? And why don't you? You already worked it out, you sly bastard. Your obsession wasn't about her. It was about her death. I'll say it again. Dead people can't forgive. Okay, wo ist jetzt das Ding? Ach verdammt, genau auf der anderen Seite drüben. Was genau meint er die ganze Zeit?
ich konzentriere mich jetzt gerade ehrlich gesagt wahrscheinlich zu wenig auf das, was der Typ hier quatscht und zu sehr auf das, was ich hier mache, weswegen ich gerade etwas Probleme habe, dem zu folgen, was er hier erzählt. Komm schon, lauf. 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 Das schaffst du jetzt. Das muss sich ausgehen. Ja. 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 Jetzt warten wir hier, bis es Nacht wird. Sofern jetzt alles so klappt, wie er hofft, dass er jetzt die Kugel mitnimmt. Ja, komm schon. You've been asleep for a long while, you know that? What would the world look like if you woke up? Would it be a triumphant welcome for the killer of Sophia's? Maybe it'd be even worse. Maybe she survived the tornado. Maybe she spent decades hating you. It may be that you don't have anything to go back to. Only more hate. Do hurry up. This whole area is gonna get wet fast. You don't want to drown as well, do you? Oh, I'm sorry. I forgot that the family tradition. Muss ich weiter hier entlang? Oh, wait, remember the flooding? Don't worry, it's not. It was just to move you along. I was getting a bit bored. Ist da vorne ein Eingang in den Baum? Ach nee, das ist nur die Wurzel. You thought about it. You can't give up, you can only win. Don't believe me? Then give it a try. Nein, ich werde nicht aufgeben. Nicht nachdem ich so weit gekommen bin. Und ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Absolut nicht. Geht weg. Wer ist der Typ da oben? Anscheinend irgendein Teil meines Bewusstseins. Aber welcher? Der Hass? Oh. Autsch. Aber lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durch. Ich will nur meine Aufgabe erledigen. Ich bin echt schon gespannt, in was sich das Ganze jetzt auflösen wird. Aber zuerst müssen wir den Typen da oben... Autsch. ...fertig machen. Depressed. Useless. Then you traded that for its helmet, and for what? Your obsession left you right back where you started, with her golden glow dimmed at the bottom of the ocean. Fighting against it only led you to recreate the disaster. You know it in your heart. If you go back, you will fuck it all up again. How many times will you kill her? Der Typ will wohl nicht, dass wir aus dem Koma. Indolence and indecision ate away at you once. Let it happen again. Dass wir aus dem Koma. You could kill me. This is your fantasy land after all. But is that what you want? Ja. Ich will hier raus. You lived for your sick longing of her. That's who you are. Fighting against it only led you to recreate the disaster. You know it in your heart. If you go back, you will fuck it all up again. How many... This ends whenever you want to. But why? You need me. You need me to tell you these truths. The truth about yourself. You are not worth a second chance. How many times will you kill her? You cannot trim a lily, give it a red coat of paint and lovely fragrance, and call it a rose.
I wasted my life trying to fix her death, and used my own daughter for that purpose. Named her after my dead sister, for God's sake. That's how to screw up your child 101. As you might have already guessed, I got a pretty serious head contusion back there. Damaged my thalamus, the part of the brain that regulates consciousness. But I found my way back. Though when I woke up, everything felt so alien to me. Especially those goddamn smartphones. No offense, people of the future world. I got used to it in the end. The minute I was back on my feet, I got on the road and for the first time ever in my life, I have no big plans. I'm just living, just like John Lennon said, though I may be paraphrasing. I almost feel as though I haven't been comatose for a decade. Almost. I did learn, though, that Sophia had followed in her own family's muddy footsteps. She never settled. She's chasing her own storms. Strangely, I don't feel like I'm in a hurry to get to my new objective. Not this time. I don't know if she'll forgive me, but I know now that's not really the point. I have to find Sophia and let her know that she can't drown in obsession too. I think it's time I finally told her about her grandfather. And myself. But not my sister. I'm done with that. No more divine concerns. No more identity crisis. I found my way back to my own self, and I have to tell her how I did it. I have to tell her about my path to Thalamus. Okay, Freunde, das war Mind, Path to Thalamus. Ich hab's jetzt nicht zu 100% verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Lag er jetzt im Koma aufgrund eines Autounfalls? Habe ich das so richtig verstanden? Und seine Tochter lebte noch? Das hat er dann rausgefunden, nachdem er jetzt aus dem Koma erwachte? Die jetzt ebenfalls in die Fußstapfen der Familie getreten ist und den Sturm jagt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt metaphorisch gemeint ist oder das wortwörtlich zu verstehen ist. Und eigentlich war er sozusagen, es ging in erster Linie gar nicht um seine Tochter, sondern immer um seine Schwester. Und er hat ihren Tod sozusagen nie wirklich verarbeiten können, weswegen er seiner Tochter denselben Namen gab wie seiner Schwester. In der Hoffnung vielleicht, dass seine Schwester in seiner Tochter weiterlebt. Ja, die Rätsel waren anfangs nicht kompliziert, sie wurden immer schwerer. Das hat man, glaube ich, auch daran gemerkt, dass ich zwischendurch echt verzweifelt bin. Die Grafik hat mich echt umgehauen, die hat mir unglaublich gefallen. Also die ganzen Ideen, die sie eingebaut haben, das jetzt zum Beispiel zum Schluss hier mit dem Meer, das Stillstand, das fand ich großartig. Aber wie gesagt, ganz verstanden habe ich es nicht. Ich werde mich vielleicht noch ein bisschen über die Story informieren im Hintergrund, was jetzt wirklich gemeint war. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank an euch. Wir sehen uns in einem anderen Video von mir. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Aber nicht bei diesem Spiel. Macht's gut!